Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu meinem ersten Video 2021. Wir haben das Jahr 2020 geschafft, Freunde. Was sagt ihr denn dazu? Wir haben es überstanden. Ein Jahr, das in die Geschichte eingehen wird, auch wenn das vielleicht vielen noch nicht klar ist. Da werden wir in 20, 30, 40 Jahren noch drüber sprechen. Es war ein sehr schlechtes Jahr, aber ich möchte jetzt in dem Video hier gar nicht andauernd über Corona quatschen. Denn es war nicht nur wegen Corona ein schlechtes Jahr, sondern es war auch aus Gamersicht ein schlechtes Jahr. 2020 hat wirklich sehr wenig hervorgebracht, was einem Gamer im Gedächtnis bleiben wird. Das wird nicht zuletzt auch an Corona liegen, aber ich denke nicht, dass das jetzt der alleinige Grund war. Das Jahr war einfach schlecht. Wir hatten schon vorher solche Jahre, das ist jetzt ja nicht unbedingt eine Ausnahme. Aber ja, darüber würde ich gerne reden, und worüber ich auch reden möchte, ist, wie sieht es denn 2021 aus? Mein Kanal hat sich nämlich aufgrund der mega geilen Community, die ich habe, letztes Jahr wirklich schön entwickelt, und ich hoffe natürlich, dass es 2021 so weitergehen wird und dass mein Kanal gleich einem kleinen Gänseblümchen weiter wachsen wird. Aber es ist ein Gaming-Kanal und dafür brauchen wir Games. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was 2021 für uns bereithält, was für Spiele da rauskommen werden, was ich Let's Playen werde, was ich streamen werde, und wir hoffen einfach, dass es besser wird als 2020. Bevor wir jetzt aber auf 2021 losgehen, würde ich sagen, wir treten 2020 noch ein bisschen in den Ass. Leute, was war los? Da kam ja nix. Da kam ja gar nichts. Die einzigen Spiele, die uns so durch 2020 durchgebracht haben, waren halt einfach Games, die nicht 2020 rauskamen. Ich persönlich habe wahnsinnig viel Warzone gespielt, das kam 2019. Oder wir haben Among Us gespielt, das kam, glaube ich, 2018. Wir haben Phasmophobia gespielt, das ist eine Beta, die ist noch gar nicht draußen. Es kam Assassin's Creed Valhalla, konnte niemanden überzeugen. Es kam Black Ops, da möchte ich... Wir reden nicht drüber. Und es kam noch Cyberpunk. Leute, ihr wisst es, Cyberpunk hat mir persönlich so ein bisschen das Gamerjahr gerettet, aber es kam halt Mitte Dezember raus. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das hat in 2020 noch recht viel genützt. Ja, und die meisten Leute, das darf man halt nicht vergessen, hatten halt keinen Spaß mit Cyberpunk. Superliminal hat mich noch sehr überzeugt, aber ich glaube fast, dass Superliminal auch nicht von 2020 ist. Muss ich nochmal nachschauen. Ja, ansonsten kann es natürlich sein, dass irgendwelche Perlen rausgekommen sind, auf die vielleicht irgendjemand schon seit 10 Jahren wartet, habe ich persönlich nicht mitbekommen. Für mich war da nichts dabei. Ich hoffe, dass es in 2021 besser wird, und ob das der Fall ist und was wir da machen werden und was rauskommt und was wir streamen und was wir zocken, werden wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Bevor ich jetzt aber auf die Spiele eingehe, möchte ich noch kurz erwähnen, das wird jetzt hier keine Vorstellung der besten Spiele 2021. Es geht hier rein darum, was für mich persönlich rauskommt, wo ich sage, das kann ich Let's Playen, das kann ich streamen, da freue ich mich drauf. Und ich kann euch zu den einzelnen Games nicht allzu viel sagen, das wird jetzt hier keine Review oder Tests. Ich habe es bei Cyberpunk ja so gemacht, dass ich mich vorab sehr wenig mit dem Spiel beschäftigt habe, und umso besser war die Erfahrung, als es dann rauskam. Und das werde ich mit diesen großen Titeln, die jetzt 2021 kommen, genauso handhaben. Also ich werde da jetzt nicht bis ins kleinste Detail rauslesen, worum geht's da, wie spielt man das. Ja, am besten noch die erste Stunde als Gameplay-Trailer reinpfeifen, das werde ich nicht machen. Ich werde mir so wenig Informationen wie möglich für das Spiel besorgen und mich dann überraschen lassen, wenn es rauskommt. Also das wird jetzt hier wirklich nur eine Auflistung der einzelnen Titel, damit ihr so ungefähr einschätzen könnt, was hier auf dem Kanal 2021 passieren wird. Und als ersten Titel möchte ich New World nennen, aus dem Hause Amazon. Ja, Amazon macht Games, ist euch wahrscheinlich bisher nicht aufgefallen, weil was die bisher fabriziert haben, war halt absolut nicht der Rede wert. Also wirklich nicht der Rede wert. Nicht nur, dass ich die nicht kritisiere oder so, sondern nein, da brauchen wir echt nicht drüber reden. New World soll da anscheinend eine Schippe drauflegen. Das Game ist ja schon ewig in der Mache. Es sieht auch nicht schlecht aus, was ich bisher gesehen habe. Diejenigen unter euch, die mir auch auf TikTok folgen, die wissen wahrscheinlich, dass ich zu Amazon ja so eine eher besondere Bindung habe. Und ich werde mir den Titel auf jeden Fall anschauen. Ich habe aber bisher wirklich kaum Erwartungen. Bei Amazon ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich finde halt, das ist ein unfassbar reiches Unternehmen, und mir kommt so ein bisschen so vor, so nach dem Motto, wir wollen auch in den Gaming-Markt, wir kaufen halt irgendwas und produziert mal ein Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau sagen soll. Ich glaube nicht, dass da Herz drin steckt oder sonst irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Die wollen halt, die gucken, was kommt an, und das liefern die dann ab. Ist ja an und für sich nicht der schlechteste Weg, aber ich finde, dass da halt auch immer ein bisschen Gamerblut drin stecken muss. Aber da will ich nicht urteilen. Ich weiß nicht, wie das Spiel produziert wird. Das ist halt so ein bisschen bei mir im Hinterkopf, dieser Gedanke. Kann aber natürlich auch ein Hammer-Game werden. Wir werden es uns auf jeden Fall, sobald es soweit ist, anschauen. New World von Amazon. Der nächste Titel, auf den ich mich sehr freue, den werde ich aber wahrscheinlich nicht Let's Playen, ist Far Cry 6. Also den letzten Far Cry Teil, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, und der davor, Far Cry 5, hat mich schwer enttäuscht. Fand ich
fand ich ein, zwei Stunden lang schon witzig, aber hat sehr viel kaputt gemacht, was die Vorgängerteile aufgebaut haben. Ich sag nur Wingsuit zum Beispiel. Far Cry 6 sieht aus, als würde es eher so ein bisschen back to the roots gehen, aber auch schon wieder ein bisschen übertreiben das Ganze. Schwer zu sagen, so oder so wird es wahrscheinlich kein Titel, den ich Let's Playen werde. Also ich hätte auch Far Cry 1, 2, 3, 4 hätte ich auch nicht Let's Played, aber es wäre vielleicht ein Titel, den wir streamen könnten. Also da hätte ich, da könnte ich mir das Spiel gut drin vorstellen, da hätte ich Bock drauf. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Kommt, glaube ich, im März 2021. Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Der nächste Titel, der kommt jetzt schon im Januar, und zwar Hitman 3. Und Hitman 3 werde ich definitiv Let's Playen. Ich habe Hitman 2, noch bevor es diesen Kanal hier gab, wirklich übertrieben gesuchtet. Ich finde, dass die Macher bei Hitman 2 wirklich alles richtig gemacht haben, was man mit Hitman richtig machen konnte. Also die haben aus dem Konzept Hitman wirklich das Ultimum rausgeholt. Der Levelaufbau, die verschiedenen Herangehensweisen, wie dir das alles dargelegt wird, dass du ein Gespräch belauscht und dadurch kriegst du dann so einen Quest-Zweig angezeigt und so. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Das Spiel hat immens dazu eingeladen, es immer wieder zu spielen, es immer wieder anders zu versuchen, zu schauen, was passiert, wenn ich ihn so töte, wie könnte ich ihn so töten, was muss ich dafür machen. Dann natürlich die wöchentlichen Herausforderungen. Also das Spiel hat richtig, ja, hat es extrem gut gemacht, jemanden bei Laune zu halten, und ich habe es echt sehr, sehr lang gespielt. Hitman 3, denke ich, wird wahrscheinlich einfach nochmal Hitman 2, halt neue Level. Ja, könnte jetzt auch ein DLC sein. Dafür ist es natürlich zu groß. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, was ich bisher gesehen habe, sieht es aus wie Hitman 2. Und damit bin ich dann auch absolut happy. Werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Freue ich mich schon richtig drauf. Kommt im Januar 2021. Noch ein Titel, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte, war Little Nightmares. Und da kommt dieses Jahr Little Nightmares 2. Ich denke, dass wir das auch Let's Playen werden. Das hat euch, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Wenn ihr Bock auf Little Nightmares 2 habt, dann könnt ihr mir das auch mal unten in die Kommentare schreiben. Gibt es nicht allzu viel dazu zu sagen. Es ist halt eine Fortsetzung von Little Nightmares. Also was ich bisher gesehen habe, ist es genau das gleiche Spielkonzept. Die Story geht halt einfach weiter. Habe ich Bock drauf, werde ich wahrscheinlich Let's Playen. Noch ein Spiel, was mir durch 2020 so einigermaßen durchgeholfen hat, war Phasmophobia. Und was vielleicht viele von euch gar nicht wissen, Phasmophobia ist noch gar nicht draußen. Also das, was wir jetzt die ganze Zeit gespielt haben, beziehungsweise gestreamt haben, war Early Access. Und die Vollversion soll jetzt eben 2021 rauskommen mit einigen Änderungen, mit neuen Locations, neuen Funktionen. Das Spiel hat gebockt, ja, Horror geht immer, wisst ihr selber. Es ist mir persönlich aber einfach ein bisschen zu träge. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig langsames Spiel. Für mich kommt dann auch nicht so der Horrorfaktor auf, wenn ich mich da so in Gänsemarsch irgendwie durch irgendeinen Gang bewege. Was soll dich da jetzt groß jumpscaren? Ein bisschen mehr Action in dem Game würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber wie gesagt, die Vollversion kommt 2021 raus. Was die uns bringen wird, werden wir uns gemeinsam anschauen. Wir werden es auf jeden Fall streamen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Von einem sehr trägen, langsamen Horrorspiel zu einem sehr schnellen und actionreichen Horrorspiel, und zwar Outlast. Ja, es kommt ein neues Outlast-Game, und zwar The Trials? The Trials heißt es, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht. My Outlast, ja. Ihr seid wo, ihr werdet gejagt, ihr müsst euch verstecken. Ihr werdet erwischt. Es ist gruselig. Es ist sehr gruselig. Es ist voller Jumpscares. Es ist räudige Location. Es ist sehr spannend. Outlast 1 war ein sehr, sehr gutes Horror-Game. Ist dann zum Ende hin, war es halt dann doch immer das Gleiche. Und am Ende war ich dann schon froh, wo ich es durch hatte. Outlast 2 war auch sehr gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, Outlast 3 wird auch sehr gut. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange rumreden. Outlast wird es auf meinem Kanal geben. Die Frage ist, werde ich streamen, werde ich es Let's Playen? Ich glaube, ich werde es Let's Playen. Aber Outlast wird dieses Jahr kommen. Ich habe Bock drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da auch Bock drauf habt. Mir schreiben auch echt oft Leute, ich soll Outlast einspielen. Und ich würde es auch tun, wenn ich es halt nicht schon durchgezockt hätte. Aber dann haben wir ein neues Outlast und ich hoffe, da habt ihr auch Freude dran. Kommen wir zu einem weiteren Horror-Game, und zwar Resident Evil Village. Habe ich richtig Bock drauf. Und warum habe ich da richtig Bock drauf? Weil Resident Evil 7 der Hammer war. Der Hammer, Freunde. Ich habe Resident Evil 7 VR gespielt und oh Gott, das ist ein gutes Spiel. Ich habe nur ein Problem mit diesem Game. Und dieses Problem habe ich auch mit Resident Evil Village. Warum steht da Resident Evil? Es sind keine Resident Evil. Resident Evil 7 war schon kein Resident Evil. Resident Evil Village ist kein Resident Evil.
Es sieht nach einem extrem guten Horror-Game aus. Wirklich, einem sehr guten. Aber es ist doch kein Resident Evil. Also bei Resident Evil Village, was ich jetzt bisher in den Gameplay-Trailern gesehen habe, wird es Werwölfe geben. Er hat doch mit Resident Evil nichts zu tun. Ja, ist aber Jammern auf hohem Niveau. Ich fand 7 extrem gut. Und wenn sie die Schiene weiterfahren mit Village, dann glaube ich, erwartet uns da ein richtig, richtig nices Horror-Game. Ist vielleicht fürs Let's Playen auch nicht so geeignet, aber zum Streamen eventuell, weiß ich noch nicht. Werde mir noch mehr zu dem Game anschauen, wenn der Release-Tag näher rückt und werde euch da auch auf dem Laufenden halten, wie immer natürlich. Ich werde wahrscheinlich auch im Halbjahr nochmal ein Video machen, wo ich sage, es werden ja noch mehr Games angekündigt und wir haben ja auch Indie-Titel auf Steam, die ich jetzt gar nicht gefunden habe. Also da wird schon noch einiges mehr kommen, was Spiele angeht. Aber wie gesagt, Resident Evil wird kommen. Ich werde es entweder Let's Playen oder ich werde streamen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ja, und jetzt kommen wir zum allerletzten Game und oh Gott, Leute. Was soll ich dazu sagen? Da brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es wird ganz fabelhaft, wie Held der Steine sagen würde. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Hogwarts. Ja. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, oder? Hogwarts, wo die Zauberschule von Harry... Hogwarts Legacy, Leute. Ein Open-World-Rollenspiel im Harry Potter-Universum. Muss ich da jetzt groß was erklären? Das wird... Ich will, Hausi, hype dich nicht. Fahr den Hype runter. Also wie euch vielleicht schon auffallen dürfte, das Spiel heißt nicht Harry Potter Hogwarts Legacy, es heißt nur Hogwarts Legacy. Und zwar, weil da drin kein Harry Potter vorkommt. Und ich bin sehr froh darum, weil ich Harry Potter jetzt allmählich... Ist dann auch mal gut, Freunde. Aber das ganze Universum drumherum ist doch mega spannend und interessant. Also ich habe da richtig Bock drauf. Also es spielt lange, 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 lange vor Harry Potter. Es spielt in der Zeit, wo... zum Beispiel Dumbledore noch ein kleines Jüngele war. Und ich hoffe natürlich, dass der im Game auch vorkommen wird. Du kannst deinen eigenen Charakter designen. Du kannst anscheinend entscheiden, in welchem Haus du bist. Es ist Open World. Du kannst mit dem Besen rumfliegen. Es gibt Drachen, Trolle. Es wird unglaublich. Fahr den Hype runter. Ja, also da bin ich echt... Wenn die das nicht völlig vergeigen und die dürfen es nicht vergeigen, Leute. Wir reden hier von Harry Potter. Die wissen ja selber, was die da auf den Schultern haben, oder? Das können sie nicht vergeigen. Das wird ein gutes Spiel, bin ich mir fast sicher. Warum ich da so gehypt bin, es war... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass es Harry Potter 2 war, also Kammer des Schreckens. Da kleine Hausbube ist noch in die Schule gegangen und da kam das Game raus und es hatte keiner. Ja, das kam, glaube ich, anfangs nur für PC. Keiner in meiner Klasse hatte einen guten PC. Man hatte generell kein Geld, dass man sich jetzt einfach mal für 60 Euro ein Game kauft. Und dann ging die Gerüchteküche los. Ah, da kann man mit dem Besen ums Schloss rumfliegen. Man kann frei in Hogwarts rumlaufen. Und man war so gehypt. Ja, jeder, deine Vorstellungskraft ist explodiert. Ja, du hast dir das dann vorgestellt, so wird das sein. Und dann habe ich es mir geholt. Und nein, es war halt nicht so. Klar, du konntest ein bisschen rumfliegen, konntest ein bisschen durch Hogwarts laufen, aber... Ja, nee. Klar, aber ging damals auch gar nicht anders. Solche Games gab es damals nicht. Aber ihr wisst ja selber, man als Kind stellt man sich das halt alles krasser vor, als es ist. Aber Hogwarts Legacy schaut genauso aus, wie ich mir Kammer des Schreckens damals vorgestellt habe. Also ich liebe das Harry Potter-Universum. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme geschaut, ich habe die Spiele gespielt. Und ich mag's. Ich mag Harry Potter und ich mag eben hauptsächlich die ganze Welt drumherum. Man hat schier unendliche Möglichkeiten, was man da alles machen kann und ich hoffe, dass die ausgeschöpft werden. Ich hoffe, dass da ein gutes, vernünftiges Spiel bei rumkommt. Ich bin gehypt, ich freue mich immens drauf. Ob man es Let's Playen kann, ob man es streamen kann, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde mir auch ab jetzt nichts mehr über dieses Spiel anschauen. Das werde ich so beibehalten wie bei Cyberpunk. Irgendwann kommt es raus und dann gucke ich es mir an. Und bis dahin werde ich versuchen, dem Game aus dem Weg zu gehen. Das war's auch schon mit meiner kleinen Auflistung. Wie gesagt, Leute, es werden noch zig andere Games kommen. Es werden Indie-Titel kommen. Ganz viel Horror wird es dieses Jahr auf dem Kanal geben. Wir machen natürlich mit FNAF weiter. FNAF 3 haben wir noch, 4 haben wir noch. Sisters Location, Help Wanted. Weiß der Teufel, wie es alles heißt. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ich habe vor kurzem einen Trailer bei Steam gesehen über so ein
Anatomiespiel, wo man nachts anscheinend irgendwie eine Leiche obduziert, heißt das so? Und dann ist die Leiche auf einmal weg und sah nach einem ganz kranken Horrorgame aus. Werde ich nochmal gucken, wie das heißt. Das werden wir natürlich spielen. Es wird ganz großartig, meine Lieben. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Support, eure Unterstützung 2020 und ich hoffe, dass ihr 2021 auch mit dabei sein werdet, den Kanal mit mir gestalten werdet, mir nennt was, worauf ihr Bock habt, sagt es mir, Leute, schreibt es in die Kommentare, welche Spiele wollt ihr denn sehen, was kommt denn 2021, was ich für euch Let's Playen soll, was vielleicht auch alte Titel, Little Nightmare zum Beispiel, war ja auch eine Zuschauerempfehlung und hat echt mega Fun gemacht. Ja Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, dass euer 2021 viel, viel besser wird als 2020. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich bin euch dankbar für den ganzen Support und ich freue mich immens auf ein gemeinsames Jahr 2021 mit euch zusammen. Falls ihr das Jahr 2021 so richtig mit mir verbringen wollt, also auch mit mir quatschen, mit mir zocken, dann checkt gerne mal meinen Discord aus, Leute. Und unten in der Beschreibung findet ihr den Link dafür. Jetzt halte ich euch gar nicht weiter auf, gell? Haut's rein, guckt noch irgendwas anderes auf YouTube. Hier sind auch irgendwie Videos von mir gleich, werden gleich angezeigt. Wie immer danke, bis zum nächsten Video. Reingehauen. Remember me for centuries.